Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der blaue Faden, unserer Sendung von Kindern für Erwachsene. Ja, und oftmals reden oder schreiben Erwachsene über Kinder für Erwachsene. Es gibt zahlreiche Bücher zum Thema Erziehung zum Beispiel. Auch Felix Berth hat ein Buch geschrieben. Ann Neis hakt mal nach, was er mit die Verschwendung der Kindheit meint. Felix Berth hat das Buch Die Verschwendung der Kindheit geschrieben. Ich finde, es hört sich ganz schön schlimm an. Und eigentlich finde ich auch nicht, dass ich meine Kindheit verschwende. Aber mal schauen, was er damit meinte. Herr Berth, ich habe zwar nicht Ihr ganzes Buch gelesen, aber ich habe mal drum rumgeblättert und ein paar Titel gelesen. Was bedeutet denn eigentlich die Verschwendung der Kindheit? Verschwendung ist ja ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Verschwenden kann man eigentlich Dinge wie Energie oder Wasser oder Rohstoffe. Eine Kindheit kann man nicht verschwenden. Alle Kinder, die Chance haben, aus ihrem Leben das zu machen, was möglich wäre. Also, dass sie vielleicht nicht alle ihre Möglichkeiten nutzen, nicht alle ihre Potenziale nutzen. Und das ist kein einzelner Fehler von Kindern, sondern es wird ihnen einfach nicht möglich gemacht. Okay. Und was hat es mit dem Cover hier auf sich? Da sieht man einen kleinen Jungen, der über einen Zaun schaut. Und das ist so ein bisschen ein maroder Zaun, würde ich sagen. Und der guckt da drüber. Und meine Assoziation ist, ich denke mir da, der schaut sehnsuchtsvoll darüber. Da drüben gibt es ja noch was. Da drüben liegen noch Möglichkeiten. Und ihm quasi diesen Wall, diese Mauer so ein Stück abzubauen und die Möglichkeiten zu geben, darum geht es in dem Buch. Und in dem Klappentext steht ja auch, jedes fünfte Kind lebt in Armut. Stimmt das auch? Das stimmt. Also wenn Sie Prozent zahlen wollen, es sind nicht ganz genau 20%, ein bisschen weniger. Aber wenn man jetzt Armut so definiert, wie die Wirtschaftswissenschaftler das verstehen, aber es sind tatsächlich fast 20%, bei denen man sagen kann, die haben deutlich weniger Geld zur Verfügung, also ihre Familien haben deutlich weniger Geld zur Verfügung als der Rest der Gesellschaft. Sie schreiben ja auch, dass alle Kinder einen guten Start brauchen. Was meinen Sie denn damit, mit einem guten Start? Ich glaube, für einen guten Start braucht man als kleines Kind erstmal Bindung an seine Eltern, also Liebe, Fürsorge, das Gefühl, dass man richtig ist. Ich glaube, zu einem guten Start gehören auch Möglichkeiten zum Lernen, zum Ausprobieren. Aber da meine ich jetzt nicht Lernen auf einer Schulbank, sondern Kinder lernen auch im Alter von einem Jahr oder von einem halben Jahr schon ganz viel. Also so Lernmöglichkeiten, aber eben auf einer Basis von Zuwendung und von Nähe und von Liebe und eben dem Gefühl von, ich bin richtig so, ich bin okay, wie ich bin und ich darf so sein. Sie sagen ja auch, noch ist Gelegenheit zu helfen. Was meinen Sie denn mit noch? Muss man sich da beeilen? Ich glaube, ja. Also natürlich ist es ein bisschen übertrieben, weil wenn wir jetzt uns weiter so verhalten wie bisher, dann geht nicht morgen die Welt unter. Aber ich glaube, dass es einfach einen kleinen Teil von Kindern in dem Land gibt, bei denen man unterstützen sollte, bei denen unsere Gesellschaft sich überlegen muss, wie kann man die besser unterstützen. Und da ist im Prinzip jeder Tag wichtig. Diese Kinder werden von Tag zu Tag älter. Und je früher man hilft, das weiß man auch aus der Forschung, je früher man hilft, umso wirksamer ist es. Was wollen Sie denn mit Ihrem Buch erreichen? Es ist sicher kein Erziehungsratgeber. Es ist auch nicht primär, nicht in erster Linie ein Buch für Eltern. Sondern es ist ein Buch, das sich an Menschen richtet, die politische Entscheidungen treffen. Also das können Politiker sein, das können aber auch Menschen in einer Stadtverwaltung, in der Gemeindeverwaltung sein. Das können auch Lehrer sein oder Kindergärtnerinnen, also Leute, die sich damit von Beruf mit Kindern beschäftigen. Eltern dürfen das auch lesen, klar, keine Frage, aber es ist kein Ratgeber für Eltern, der ihnen sagt, so oder so müsst ihr eure Kinder erziehen. Felix Berth hat mir gut erklärt, was er mit der Verschwendung von der Kindheit meinte. Und ich fand super, dass er mich gesiezt hat. Und damit gehe ich den blauen Faden zurück ins Studio. Ja, bei mir im Studio ist jetzt Dr. Viola Prietsch vom Städtischen Klinikum Karlsruhe. Schön, dass Sie da sind. Unser Thema ist ja heute die frühe Kindheit. Was würden Sie denn sagen, sind gute Voraussetzungen für einen guten Start ins Leben? Gut, ich denke mal, die meisten Eltern machen das schon mal primär richtig. Sie gehen liebevoll mit ihrem Kind um, haben ein gutes Gespür für die Kinder, fördern es intuitiv auch richtig, spielen mit ihm, basteln mit ihm, reden mit ihm, lesen ihm vor, toben, lassen es Erfahrungen machen. Das sind sicherlich wichtige Voraussetzungen, dass die Eltern halt einfach ein gutes Gespür haben. Wenn die Eltern dann darüber hinaus auch noch in einer gesunden Paarbeziehung leben und auch eine gewisse Bildung haben und auch den Kindern das vermitteln, dass das wichtig ist im Leben, dann sind das sicherlich schon mal gute Voraussetzungen für einen guten Start ins Leben. In dem Buch Verschwendung der Kindheit heißt es ja, dass jedes fünfte Kind chancenlos sei. Ist das tatsächlich so?
Gut, chancenlos ist natürlich ein sehr markanter Begriff. Man muss sagen, der größte Risikofaktor für Benachteiligung ist Kinderarmut. Und nach Schätzungen leben in Deutschland etwa 16% der Kinder von Hartz IV, von Sozialleistungen. Und gut, unabhängig davon kommen sicherlich auch noch andere Risikofaktoren hinzu, wie zum Beispiel niedriges Bildungsniveau der Eltern, schwierige familiäre Verhältnisse, sodass diese Zahl gar nicht mal so hoch gegriffen erscheint. Mhm. Ja. Was bedeutet denn konkret chancenlos? Das klingt so hart, Sie haben es auch schon gesagt. Ja, chancenlos bedeutet im Prinzip, ich würde diesen Begriff nicht so benutzen. Ich würde sagen benachteiligt, weil letztlich ist es ja ein Kontinuum. Es ist ja nicht so, dass es irgendeine Grenze gibt, wo dann die Chancenlosigkeit beginnt, sondern das ist ein weites Spektrum. Und auf der einen Seite sind die gut geförderten Kinder und auf der anderen Seite sind die Kinder, die da irgendwo durchs Netz fallen. Und da ist es sicherlich auch wichtig, dass man diese Kinder frühzeitig entdeckt und auch entsprechenden Hilfen zuführt. Manchmal ist man ja auch in der Situation als Eltern jetzt, in die man vielleicht selber nicht reingeraten wollte. Gibt es trotzdem so ein paar Tipps, die man geben kann, dass man seinem Kind eben guten Start ermöglicht? Gut, meistens ist es nicht der eine Faktor, der ein Problem ist. Also keine Familie ist perfekt und das ist auch nicht so schlimm, weil auch Kinder haben auch eigene Schutzfaktoren, die sie mitbringen, dass sie auch nicht jedes Fehlverhalten der Eltern immer gleich damit beantworten, dass sie irgendein Problem im Leben bekommen. Aber wenn ganz viele Faktoren zusammenkommen, also schon die genannten Faktoren, Armut, niedriges Bildungsniveau, schwierige soziale Verhältnisse, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen der Eltern, Suchterkrankungen, fehlende Unterstützung durch Dritte, dann ist es sicherlich eine Herausforderung und eine schwierige Konstellation, die dann dazu führen kann, dass die Kinder auch im weiteren Verlauf ein Problem bekommen. Und da ist es dann auch gut, wenn die Eltern Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Super, dann danke ich Ihnen für das kurze Gespräch hier bei uns im Studio und ich gebe ab an Juna. Ich sitze hier im Café Hermann Eick und warte auf Ludwig Trepte. Ludwig Trepte ist ein junger deutscher, sehr erfolgreicher Schauspieler. Er hat auch einen Film gemacht, Das Spinnwebenhaus, das etwas mit Kinderbewusstsein zu tun hat. Ich bin echt gespannt. Hallo Ludwig. Einer deiner Filme heißt ja Das Spinnwebenhaus. Wovon handelt der Film? Der Film handelt von drei Kindern, die von ihrer Mutter allein gelassen werden und mit dieser Situation zurechtkommen müssen. Und Hauptprotagonist ist eine Figur, die sozusagen die Verantwortung für seine Geschwister übernimmt und sich durchs Leben schlägt damit. Und was machst du in deiner Rolle als 18-jähriger Felix, dem Grafen von Gütersloh? Felix ist ein junger Mann, der das sehr gut nachvollziehen kann, der die kennenlernt, die Jungs auf dem Parkplatz von einem Supermarkt und auch sehr früh vom Elternhaus ausgezogen ist und auch keine leichte Kindheit hatte und im Laufe des Films zur Vertrauensperson dieser Kinder wird. Und in dem Film muss der 12-jährige Jonas ja schon sehr früh Verantwortung über ihn selbst und auch für seine Geschwisterkinder übernehmen. Was bedeutet das für ihn? Naja, das ist schwierig zu sagen. Es ist so, dass er sich wahrscheinlich auch selbst Vorwürfe macht. Ne? Vorwürfe dafür, dass er vielleicht schuld daran ist, dass die Mutter abgehauen ist und vielleicht auch an sich ein Stück weit zweifelt. Ne? Und natürlich bricht er auch dadurch, dass er die Verantwortung nicht tragen und halten kann, einfach das Selbstbewusstsein zusammen. Ne? Und ist das eigentlich nicht in der heutigen Realität auch so, dass Erwachsene zu schnell Verantwortung an Geschwisterkinder abgeben? Ja, aber das kommt immer ganz drauf an, ne? Also auf die Familiensituation. Es gibt Familien, da funktioniert das Fundament gegossen, da herrscht eine sehr harmonische Atmosphäre und dann gibt es Familien, da herrscht ein sehr großer Eigennutz der Eltern aus und das ist natürlich nicht richtig. Es gibt ja auch viele Kinder, die den ganzen Tag allein zu Hause sind, weil ihre Eltern arbeiten müssen. Meinst du, das hat Auswirkungen auf sie? Und ja, auch da ist es wieder gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, Kinder aus wohlbehüteten, sicheren Familiensituationen
haben gelernt, mit gewissen Dingen umzugehen. Die haben auch soziale Kompetenz und soziale Kontakte. Für die scheint es leichter zu sein. Kinder, die nie dieses innige Gefühl von Vertrautheit und Liebe bekommen haben, denen das fehlt, für die ist es natürlich sehr schwierig. Und was können Eltern generell tun? Ich glaube, dem Kind eine Basis zu ermöglichen, dass es immer zu einem kommen kann und die Sicherheit zu geben, dass es zu einem kommen kann, in welcher Situation auch immer, ohne es zu werten. Felix zeigt dem Jonas ja, wie man in der Welt der Erwachsenen zurechtkommt, aber er selbst will ja kein Erwachsener sein. Warum? Weil er Angst hat, dieselben Fehler zu tun. Wie bewahrst du deinem Kind das Kind sein? Indem ich es fernhalte von meinen Problemen und von meinen Sorgen. Dann vielen Dank für das Interview und viel Erfolg mit Spinnwebenhaus. Darf ich da mit 12 Jahren eigentlich rein? Ich denke nicht, nein. Okay. Es war echt nett, dass ich hier im Café Hermann Eike meine Schokolade trinken durfte und mit Ludwig Trepte das Interview führen konnte. Dafür wollte ich mich bedanken. Und damit gebe ich den blauen Faden zurück ins Studio. Vielen Dank, liebe Juna. Ja, da bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen. Und jetzt haben wie immer unsere Kinderreporter das letzte Wort. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Bis dahin. Tschüss. Oh, eigentlich ja voll süß.